Ja, bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Emilie. Ich hätte gern mit Herrn Kunz sprechen. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder zwei verschiedene Trading-Abzocken mit dabei. Beide nicht besonders intelligent. Ich wünsche euch viel Spaß mit zweimal einen halben Meter Feldweg. Schönen guten Tag noch einmal. Ich hoffe, Sie wegen Ihrer Registrierung bei uns. Aha. Okay, sagen Sie bitte, haben Sie schon früher gehandelt oder noch nicht? Nee. Okay, dann ich erkläre Sie erstmal, worum das geht und wie das funktioniert, okay? Gut. Da Sie keine Erfahrung haben, es gibt bei uns die Möglichkeit, mit einem Finanzexpert zu arbeiten. Ja, in diesem Fall, für Sie wird eine Handelsstrategie vorbereitet. Und Sie werden immer Bescheid wissen, welche Aktiven sind profitabel zurzeit auf dem Finanzmarkt und in welche Aktiven sollten Sie Geld investieren. Mhm. Und darf ich Sie noch fragen, wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie denn das wissen? Wie bitte? Wieso wollen Sie das denn wissen? Wie alt sind Sie? Ja, wieso wollen Sie das denn wissen? Wir arbeiten nur mit Volljähriger, deswegen muss ich schon am Anfang Bescheid wissen, ob es einen Sinn gibt, weiter mit Ihnen zu sprechen. Ja, ich bin volljährig. Und wie alt sind Sie? Ja, da ändert ja jetzt die Datumsangabe nichts dran, an der Volljährigkeit. Gut. Okay, aber Sie sollten verstehen, wenn Sie zum Beispiel ein Konto auf dem Finanzmarkt erstellen wollen, soll erstmal für Sie Verifikation durchgeführt sein. Mit einem Ausweis und mit Ihrer persönlichen Daten. Genau, das kann man ja dann machen. Okay. Und nun? Was muss ich jetzt machen? Wollen Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Na, ich dachte, deswegen rufen Sie doch an. Okay, mit welchem Betrag wollen Sie erstmal anfangen? Ja, ich dachte so erstmal an 25 Euro. Okay, welche Zahlungsmethoden nutzen Sie? Was meinen Sie? Haben Sie Visa, Mastercard oder nutzen Sie Online-Banking? Ja, das ist alles vorhanden. Gut, wollen Sie Ihr Handelskonto mit Visa oder mit Mastercard aktivieren? Weiß ich nicht, was ist denn da der Unterschied? Gibt's keine, ich frage nur. Ach so. Ja, weiß ich nicht, nehme ich die Visa-Karte. Okay. Okay, bei mir steht noch Ihre E-Mail-Adresse, herr.kunz@mdccfund.de. Ist das korrekt? Okay, dann ich schicke jetzt Ihnen einen Link und mit dem können wir für Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ach so, warum habe ich denn den nicht automatisch nach meiner Registrierung zugeschickt bekommen? Also Sie können mal prüfen beim Posteingang, vielleicht haben Sie schon gekriegt. Wenn nein, ich kann das für Sie auch nochmal schicken. Nee, ist noch nichts da. Hallo? Ja, ich bin dran. Jetzt vorbereite ich alles für Sie, ein E-Mail. Ach so. Augenblick bitte. Okay, Herr Kunz, sagen Sie bitte, mit welchen Aktiven wollen Sie noch handeln? Da sollte es Kryptoaktien, Rohstoffen sein. Ja, weiß ich nicht mehr. Was macht's denn da Sinn? Spielt das für Sie keine Rolle, oder? Nee, ich habe ja davon keine Ahnung. Okay, dann ich werde das auf solche Weise bei mir notieren. Okay, dann rufen Sie bitte jetzt Ihr Posteingang. Sollten Sie von mir jetzt ein E-Mail bekommen. Ja, dann gucke ich da mal nach. Haben Sie schon bekommen, oder? Nee, ist noch nichts da. Okay, dann prüfen Sie bitte noch Spam-Ordner. Ich habe für Sie einen Link geschickt, kann sein. Kann dieser E-Mail einfach beim Spam-Ordner für Sie sein? Also soll ich da mal in den Spam-Ordner gucken? Da steht, bei dem Absender handelt es sich um Finanzbetrug. Wie bitte? Da steht bei dem Absender dran, bei dem Absender handelt es sich um Finanzbetrug und man soll die E-Mail nicht aufmachen. Wo steht das? In meinem E-Mail-Postfach. Steht einfach was. Von wem ist diese E-Mail? Nur von Ihnen. Welche E-Mail-Adresse steht da? Der kann ich ja nicht öffnen. Da steht, ich soll es nicht aufmachen.
Wenn sie ein E-Mail auf, geht einfach weiter nicht. Na doch, bei mir steht da, dass ich die E-Mail nicht öffnen soll, weil es sich da um Finanzbetrug handelt. Okay, Sie sollten verstehen, wenn Sie einfach ein E-Mail öffnen und darauf nicht klicken, passiert einfach nichts weiter. Na doch, ist ja im Spam-Ordner bei mir. Ist im Spam-Ordner, da ich für Sie einfach Link geschickt habe. Und wenn ja. Das zu unbekannte E-Mail-Adresse geht, befindet sich immer im Spam-Ordner. Ja, da aber ist einfach ein E-Mail, der... Ja, ist ja richtig. Ja, erstmal ist das falsch, weil nicht jede E-Mail kommt im Spam-Ordner an. Und dann ist ja, ja wie gesagt, die E-Mail ist ja da, aber da steht, ich soll nicht draufklicken. Okay. Kann man das nicht ganz, ganz normal auf Ihrer Webseite eintragen? Sehen Sie einfach E-Mail-Adresse. Nee, kann man das nicht auf Ihrer Webseite eintragen? Okay, Sie wollen mir einfach sagen, da steht bei Ihnen beim Spam unter alles ist Finanzbetrug, klicken Sie nicht an und Sie sehen gar nichts, nur diese... Na, ich könnte das aufmachen, aber wenn da steht, das ist Betrug, dann mache ich doch die E-Mail nicht auf. Okay. Ja. Kann man das nicht ganz normal seriös bei Ihnen auf der Webseite machen? Wir haben sich registriert, Sie sollten dann weitergeleitet sein und Sie können einfach auf Website alles tätigen. Und wozu brauche ich dann den Link? Ja, genau. Die Antwort auf diese Frage ist sie dann schuldig geblieben. Sie hatte keine Lust mehr mit uns zu reden und hat das Gespräch dann abgewürgt. Beziehungsweise einfach aufgelegt. Schon Wahnsinn. Man stellt ganz normale Fragen und eine vernünftige Antwort bekommt man einfach nicht dazu. Tja, warum wohl? Ganz einfach, weil es sich hier wie immer einfach nur um Betrug handelt. Die Firmen, die sind nicht seriös. Vor allem finde ich es immer wieder absolut unterirdisch, wenn man wichtige Informationen wie Impressum oder die Lizenznummer nicht auf der Webseite findet. Und sie dann nur per E-Mail zugeschickt werden, weil es ja angeblich so geheim ist. Komisch. Warum kann man denn diese Nummern und Daten überall öffentlich einsehen, bei allen anderen seriösen Unternehmen? Tja, das hat wohl einfach nur was damit zu tun, dass es hier, wie immer, wie in allen anderen Videos und allen anderen Telefonaten, die wir hier haben, ausschließlich um Betrug geht. Ihr zahlt dort ein und wenn das Geld überwiesen ist, dann ist es weg. Meistens sind die Firmen dann nicht mehr erreichbar. Nach wenigen Wochen sind die Webseiten relativ häufig einfach wieder offline. Und selbst wenn nicht, ihr könnt die Webseite sowieso nicht anrufen, beziehungsweise das Callcenter, was hinter der Webseite steckt. Denn die Rufnummern, die sind gefälscht, also gespooft. Irgendwas ist einfach ausgedacht bei der Telefonnummer und somit könnt ihr die Nummer nicht zurückrufen. Das ist halt der Plan von den Betrügern. Geld abkassieren und danach nicht wieder melden. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Ja, das ist Ihr Vorname, richtig. Sie haben ganz recht. Sie sprechen mit Hugo Hoffmann von Trader CryptoX. Sie haben bei uns Anmeldung gemacht mit einer Werbung, mit All Profit. Ist das korrekt, ja? Ja, Entschuldigung, bitte nochmal. Ja, kann sein. Was möchten Sie denn? Also, ich möchte nicht, sondern was möchten Sie? Genau, ich frage Ihnen, weil Sie haben bei uns Anmeldung gemacht mit einer Werbung mit All Profit. Deswegen, Wir haben zu tun, auf diese Weise, wir sind gerne zuständig mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, das sieht aus, Sie haben Interesse mit All Profit zum Handel, oder? Ja, was möchten Sie da jetzt? Also ich würde gerne wissen, Herr Hartmut, wenn Sie Ihr Konto aktivieren möchten, damit wir sind dabei zuständig, Ihnen zu helfen. Mhm. Und wobei wollen Sie denn da helfen? Also, wo eine Werbung ausgefüllt mit Oil Profit, schauen Sie das, das ist genau unsere Hauptplattform, womit Sie können handeln, ja? Also damit weitergeleitet, also Sie sind weitergeleitet auf Trader CryptoX, womit All Profit handeln können. Aber wir haben auch verschiedene Finanzprodukte. Mhm. Genau, also deswegen, ich bin gerne jetzt mit Ihnen zusammen Ihr Konto aktivieren. Die Gebühren, es ist 250 Euro und natürlich dann, wenn Sie Konto aktivieren, Sie können ab sofort Handel anfangen. Aha. Meinen Sie?
Genau, also die 250 Euro normalerweise ist dann Gebühren mit Ihrem Konto, aber Sie kriegen als neue Kunde bei uns als Angebot genau dabei mit dieser Summe auch Handel anfangen, ja? Also weiterhandeln. Jetzt Sie haben immer noch nicht den Grund Ihres Anrufs. Entschuldigung, ich habe nicht gut verstanden. Der Grund bitte nochmal. Ja, ich verstehe den Grund Ihres Anrufes noch nicht so ganz. Also, Sie haben mit Oil Profit eine Werbung beworben. Nee, die habe ich nicht beworben, die habe ich angeklickt. Sie haben eingeklickt, aber weiß nicht, Sie haben, also Entschuldigung, wenn Sie meinen, das eingeklickt oder was war genau, das ist nicht unsere Sache, ja? Also sozusagen unsere Schuld, weil bei uns gekommen als eher Interesse auf unsere Plattform mit Online-Handel. Wenn Sie geklickt, dass wir finden, das ist gut. Ja, also damit wir finden, das ist also interessant mit Ihnen zusammen. Und Herr Hartmut, ich würde gerne dabei zuerst zu fragen. Sie sieht aus seriöser Mann, damit wir haben die richtigen Geschäfte für weiterentwickeln. Und deswegen natürlich, ich würde gerne zu hören, wenn Sie was Fragen haben. Zuerstens, danach natürlich, es soll grundsätzlich sein, ja, ehrlich. Und damit finde ich, Sie haben eine gute Entscheidung bekommen. Sie haben vielleicht, ich finde, dass ich akzeptiere, dass Sie vielleicht das nicht genauso, Sie wollten das bei uns anmelden, sondern einfach angeklickt und automatisch weitergeleitet. Das ist schon klar. Aber auf diese Weise, ich würde gerne zu dieser Erklärung, auf diese mit uns Handelsprozess und natürlich, das ist interessant, finde ich, wenn Sie keine Erfahrung haben. Jede Menge blödsinniges Gelaber. Tja, was soll man da schon von erwarten? Vor allem finde ich es ja ganz besonders interessant, dass er hier schon wieder von Vertrauen spricht. Oje, oje. Tja, letztendlich ist das hier wieder einer von diesen ganz, ganz schlechten Betrugsmaschen. Das Schlimme, es funktioniert halt trotzdem. Es zahlen Menschen dort ihr Geld ein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der netten Blitzbirne hier haltet. Mhm. Also, wie sieht aus? Haben Sie keine Erfahrung mit Onlinehandel, oder? Na doch, doch. Haben Sie gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Neutrale. Genau, beide. Sie haben die beide Erfahrung. Nee, neutral. Also, alles klar. Ich habe das nicht verstanden. So, genau, also ich würde jetzt gerne Ihnen zuerst begleiten auf unserer Plattform, wenn Sie bereit sind. Arbeiten Sie mit Computer, oder womit arbeiten Sie? Ja, wozu brauche ich Sie da jetzt genau? Also damit wir können weitergehen, ja, also wenn Sie Interesse haben, mit uns Zusammenarbeit mit Ihrem Produkt, also wenn Sie interessiert, wenn Sie richtig Interesse haben, mit Geld zu verdienen, ja, also das ist genau tägliche Einkommen, was wir ermitteln Sie. Sie können das Geld täglich profitieren. Ja, aber ich habe den Grund Ihres Anrufs irgendwie noch nicht verstanden. Und nun? Also, hallo, ja, hallo, hören Sie mich? Mhm. Also, sagen Sie mir bitte, welchen Grund haben Sie nicht verstanden? Ich habe das vielmals gehört, vielmals wiederholt. Ja, den Grund von Ihrem Anruf habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also, haben Sie das Grund nicht verstanden? Also, was haben Sie verstanden? Hier, sagen Sie mir bitte. Ja, ich habe den Grund Ihres Anrufs nicht verstanden. Ich habe das Grund schon Ihnen mit erklärt, ja? Ich habe ja, schon das erzählt. Dann habe ich es nicht verstanden. Genau was, sagen Sie mir bitte. Naja, alles, warum Sie anrufen. Ich habe den Grund nicht verstanden Ihres Anrufs. Ich rufe Sie an, weil Sie haben bei uns angemeldet. Sie haben bei uns eine Werbung ausgefüllt, ein Formular auf welcher Seite. Und bei mir ist, ich sehe das mit Oil Profit. Sie haben eine Werbung ausgefüllt, ja? Das ist Oil Profit. Mhm. Und deswegen sage ich Ihnen, mit Oil Profit haben bei uns beworben. Wir sind eine Hauptplattform, womit wir können mit Oil handeln. Mhm. Wir sind eine Handelsplattform, Trader CryptoX. Und ich zeige Ihnen, dass Herr Hartmut, dass Sie bei uns angemeldet, richtig? Und damit Sie werden Bescheid wissen. Mhm. Ja, also Sie haben die eigenes Kontonummer, was Sie schon gekriegt von unserer Seite beim Anmeldung.
Und damit es wäre für Sie klar, Sie verstehen ja, wieso das einen Anruf von unserer Seite kriegen. Natürlich, haben Sie mir jetzt verstanden? Ich habe Sie verstanden, aber nicht den Grund des Anrufs verstanden. Also das ist also ich erzähle Ihnen weiter, Herr Hartmut, wir anbieten Sie solche Mitteilungen als Onlinehandel. Das ist zusätzliches Einkommen. Ja. Also zusätzliches Einkommen, damit wir würden gerne Ihnen mitteilen, unsere Angebote Zusammenarbeit auf unserer Plattform, damit Sie können Geld verdienen. Natürlich, das verstehen Sie, ja? Das verstehe ich, ja. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum Sie da gleich anrufen. Ich habe mich ja nur angemeldet. Sie haben eine E-Mail. Ja, sowas habe ich, ja. Genau, aber warum jetzt ich Sie anrufen, das ist genau, ich sehe auf meinem System, dass Sie bei uns angemeldet. Also vor einiger Zeit, vor einer Minute oder so, genau, ja. Also Sie haben vorher bei uns Anmeldung gemacht. Sie waren auf unserer Plattform. Sie sind jetzt nicht, aber wir bekommen ein Signal, wenn jemand als Besucher auf unserer Plattform mit einer Werbung. Also dann, ich sage Ihnen, ich habe gute Angebot sozusagen, gute also Mitteilung. Wenn Sie jetzt mir folgen, dass Sie natürlich am Ende Sie verstehen, warum bei uns, warum Sie anrufen, warum Sie bekommen einen Anruf von unserer Seite. Mhm. Ist das klar? Nö, das ist noch nicht so richtig klar, aber erzähl mal weiter. Okay, jetzt arbeiten Sie mit Handy, Herr Hartmut. Nee. Womit arbeiten Sie? Mit meinen Händen. Also mit Ihrem Handy, ja? Nee, mit meinen Händen. Alles klar, ich meine ein Gerät, womit Sie können einloggen auf unsere Plattform. Okay, damit ich kann. Computer. Über Computer können Sie das einschalten, oder? Mhm. Okay, schalten Sie bitte Ihr Computer ein. Mhm. Also dann auf Ihr E-Mail. Ich mitteile Ihnen einen Link, ja? Aha. Und dort Sie können einloggen. Was ist das für ein Link? Also das Link von unserer Plattform. Na, ich dachte, ich war da schon. Also was meinen Sie bitte? Na, ich dachte, ich war da schon. Wenn ich mich. Ja. Haben Sie schon Link von unserer Seite? Wie heißt denn Trader? Trader CryptoX. Ich geh mal gucken, Moment. Also, haben Sie es gefunden? Haben Sie dabei? Also, einen Link? Ich habe mir erstmal einen Eiskaffee mit Schaum geholt. Schauen Sie das, ich schicke jetzt, wir können einen Schink jetzt gerade einen Link, ja? Für Sie. Ich gucke jetzt erstmal, wie die Webseite, wie heißt die? Also Trader CryptoX, ich schicke einen fertiges Link, damit Sie können nichts raussuchen und solche soweit, ja? Ich schicke die fertiges Link. Also, wie weit sind Sie bitte, wenn ich fragen darf? Wie meinen Sie? Also, gerade Sie haben mir gesagt, Sie suchen einen Link oder von unserer Seite, von Trader CryptoX. Haben Sie es gefunden? Nee. Ich kann mal googeln, Trader CryptoX. Also, ja, aber auf der Google ist es schwierig. Jetzt, Sie bekommen ein fertiges Link, ja? Ja, ich schicke das per. Das ist so eine blaue Seite. Und nun?
Also ich bin da. Jetzt sind Sie schon auf unserer Plattform. Mhm. Genau. Jetzt dort Sie bekommen eine Login oder ein Login, eine Taste von Trader Crypto. Ich dachte, ich hätte das schon. Ja, sind Sie schon eingeloggt oder was meinen Sie? Ich dachte, ich hatte da ein Login. Haben Sie doch erzählt oder nicht? Auf Login. Ja. Und dann? Dann, also dann bekommen Sie als E-Mail Ihre E-Mail, womit bei uns angemeldet. Ja, also haben Sie aktives E-Mail? Also ich bekomme eine E-Mail mit meiner E-Mail-Adresse. Also nein, dort Sie können beim Anmeldung als E-Mail, Sie können als Benutzername E-Mail eingeben. Können Sie das? Ja, welche habe ich denn da drin? Also, okay. Herr Hartmut, jetzt die Verbindung ist schwach. Ich versuche es erneut anrufen. Bleiben Sie kurz am Leitung, okay? Ich höre Sie doch gut. Ja, ja, aber von meiner Seite, es kommt nicht gut, ja? Bei mir ist gut. Ja, bei dir ist gut, bei mir ist nicht gut. Ich versuche es von meiner Seite nochmal anrufen. Und dann hat sich der Betrüger wieder ganz schnell aus dem Staub gemacht. Tja. Könnte wohl daran gelegen haben, dass er einfach nicht mehr weiter wusste oder wieder irgendein anderer Mitarbeiter im Hintergrund ja unerlaubterweise einfach zugehört hat. Wahnsinn. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Der Betrüger, der hat mich kaum verstanden. Der wusste überhaupt nicht, was er eigentlich überhaupt im Ansatz da macht und naja, so funktioniert halt der Betrug. Genau das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Da fallen Menschen drauf rein. Und von daher teilt sehr gerne die Videos, damit niemand von euch in eurem Umfeld auf sowas drauf reinfällt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.